Es ist doch die Beerdigungsfeier, meine ich, ne? Nicht? Doch. Doch, ne? Wo ist denn der Papst, der tote Papst? Den haben sie den schon beerdigt, oder? Die haben mal so einen Holzsarg gezeigt. Ach so, ach ja, dann wird das gewesen sein, ne? Merkwürdiger Sarg, ne? Die haben ihm vielleicht allerhand Gerät noch beigegeben, dass der Sarg so komische Dimensionen hat. Jetzt kommt auch die Papstwahl demnächst, ne? Die ist auch immer interessant. Na, da haben Sie ja schon mehrere erlebt, oder? Ja, habe ich schon zwei, glaube ich. Der Pius der 23. und Paul der 12. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe schon mehrere erlebt. Es war immer interessant, mit dem, wenn der Rauch den aufstieg, wenn ein neuer Papst gewählt war. Man kennt den Ritus schon bald auswendig. Da, gucken Sie mal an. Ja, das glaube ich schon. Bei so viel Zeremonial, dass die bis Freitag Zeit haben mussten, bis sie ihn beerdigen. Ne? Da ist viel zu erledigen. Jeder will drankommen. Ne? Haben Sie selber auch Pläne gemacht? Ach, das ist kein Vergleich. Ich bin nicht der Papst. Meine Beerdigung wird viel einfacher sein. Ganz einfach. Ne? Aber Sie sind auch ein Mensch, der sich auch Gedanken darüber macht. Habe ich noch nicht gemacht. Warum nicht? Das interessierte mich nicht. Und auch mein Alter habe ich mich... Ich habe mir nie Gedanken über mein Alter gemacht, nicht? Wenn ich gefragt wurde, buchstäblich, das klingt bald lächerlich, dass ich mir meinen Taufschein oder Geburtsschein vorgestellt habe, um schnell das Datum zu wissen. So wenig war ich innerlich damit verbunden, mit dem ganzen Geschehen. Ich war da und das genügte mir noch nicht, habe ich gar nicht wahrgenommen. So habe ich mich gar nicht drum bekümmert. Komisch ist das, fällt mir jetzt so auf, wenn ich gefragt werde, nicht? Es war mir alles uninteressant. Ich habe einfach gelebt. Ist das falsch? Ich habe mich aber auch nie wichtig genommen, vielleicht kommt das daher. Es war mir alles wurscht egal. Komisch. Was machen Sie denn da? Warum fotografieren Sie mich von so nah? Weil ich immer so hin und her muss. Bitte? Ich muss immer so hin und her, damit das Bild sich verändert. Ich werde besser auf Entfernung. Sie werden besser auf Entfernung? Ja. Lassen Sie mal gucken. Ich lasse mich nicht gern so nah fotografieren. Aha. Ach, da kommen die mit dem Sarg. Jetzt war der ein bisschen poliert, das Holz. Meine Nichte, die eigentlich mich so betreut und so weiter, nicht? Die hat mich mal gefragt, ob ich irgendwie einen Wunsch hätte wegen Beisetzungsfeierlichkeiten und dergleichen. Da habe ich im Leben noch nicht drüber nachgedacht. Nicht? Da sollen die doch machen, was sie wollen. Ja, und ich habe das auch nicht kennengelernt. Meine Mutter ist gestorben, meine Schwiegermutter ist gestorben, mein Vater ist gestorben. Große Feierliche, wisst ihr wo? Es war ein feierlicher Tag irgendwie, aber große Feierlichkeiten hat es denn nicht gegeben. Ich weiß gar nicht, was die alle wollen. Die wollen immer feiern. Da möchte ich am liebsten allein für mich sein, in Ruhe gelassen werden. Also ich plane doch keine Feierlichkeiten. Soll ich aufschreiben, was ich für eine Tochter auf dem Tisch haben will und so weiter? Lass sie doch machen, was so. Was lustig sind, als würden sie es machen. Ach. Ich weiß nicht. Ach ja, ich habe ja auch niemanden so direkt, nicht, den ich damit erfreuen kann. Wenn ich jetzt große Familie hätte und ja, ich habe gewiss sicher, es kommen welche, natürlich. Aber das ist nicht so wichtig, dass ich deshalb was plane. Was ich nicht verstehe, ist, dass man dauernd klatscht, wenn man den Sarg vorbeiträgt.
ist kein Gut. Ein Klatschen bedeutet doch Applaus irgendwie, nicht? Und ich applaudiere doch eigentlich nicht, wenn so ein Sarg vorbeigetragen wird. Sie? Ich fasse das anders auf. Wenn ich klatsche, freue ich mich. Vielleicht freuen die sich, dass sie sich nochmal vom Papst verabschieden können. Da, ja, es stört mich immer.